Wenn auch dir dein Tungstenbarren- und Titanvorrat ausgeht und du den so schnell wie möglich wieder auffüllen willst, dann solltest du dranbleiben, denn in diesem Video zeige ich dir, wie du endlich Tungstenbarren und Titan bekommen kannst. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich würde sagen, wir gehen auch direkt ins Video rein. Eins vorweg, wenn ihr überhaupt gar keinen Aufwand haben wollt, dann könnt ihr natürlich einmal in die Option gehen und unter Gameplay könnt ihr dann einmal den Schwierigkeitsgrad anpassen, damit ihr eben ja leichter die Gegner besiegen könnt, und zum anderen könnt ihr den Schwierigkeitsgrad beim Schleichen auf Lehrling stellen, so könnt ihr euch da eigentlich mit Attentaten durchmetzeln und die machen dann nichts. Also sie sind super lost dann einfach, die Gegner. Aber kommen wir zur Taktik, wie ihr am besten farmen könnt, und dafür reisen wir nach Cloacastershire, genauer gesagt zu diesem Aussichtspunkt hier. Wenn wir dort angekommen sind, gehen wir direkt in unseren Raben rein und scannen ein bisschen die Umgebung ab. Und zwar suchen wir Gegnergruppen, die einen goldenen Punkt über sich haben. Denn das sind Gegnergruppen, die dann einen Tungstenbarren bei sich haben und außerdem auch Titan. Dafür müsst ihr einfach so ein bisschen die Umgebung abscannen und der goldene Punkt bewegt sich eben, weil auch die Soldaten in Bewegung sind. Habt ihr die ausfindig gemacht, geht ihr einfach dorthin und ihr könnt immer direkt einen Gegner mit einem Attentat ausschalten. Am besten sucht ihr euch immer einen gelben Gegner raus, denn der bringt 75 EP, wenn ihr ihn verdeckt ausschaltet. Ansonsten gibt er nur 50 und wenn ihr das eben ein bisschen häufiger macht, dann lohnt sich das auf jeden Fall, diese 25 extra EP mitzunehmen. Anschließend würde ich dann einfach den Gegner in der Mitte versuchen auszuschalten, denn der hat meistens den Barren dabei, dann habt ihr den auch schon mal safe. Und dann müsst ihr eben noch die restlichen Gegner platt machen, damit sie vernünftig respawnen können. Ansonsten, falls ihr den Barren mal nicht auf Anhieb bekommt, müsst ihr eben darauf aufpassen, dass ihr die Soldaten, die am Boden liegen, noch plündert. Und es können eben bis zu 4 Gruppen an einem Ort spawnen. Da könnt ihr also auch immer noch ein bisschen gucken. Wenn ihr meint, ihr habt alle bewegenden Punkte dort abgefahren, beziehungsweise ihr wollt weiterziehen, dann machen wir das. Und zwar geht es diesmal nach Hamtonshire, und zwar zu diesem Aussichtspunkt hier. Und hier ist es auch wieder so, wenn wir am Aussichtspunkt sind, wieder in den Raben reingehen und ein bisschen die Wege abklappern und schauen, wo ein sich bewegender Punkt ist. Was ihr noch zusätzlich machen könnt, an dem Berg ist eben ein Eisenvorkommen, das könnt ihr immer noch ein bisschen mitnehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn das braucht ihr sowieso, um eure Sachen zu verbessern. Und es kann eben auch passieren, dass mehrere Gegnergruppen zusammentreffen, die auch beide einen Barren dabei haben, und da ist Gift beispielsweise eine super Möglichkeit, um sehr viel Schaden zu machen, wenn ihr es eben wie ich macht und nicht am Schwierigkeitsgrad gedreht habt. Und wenn ihr hier auch wieder alle sich bewegenden Punkte eliminiert habt, dann geht es weiter nach Südsexe. Und zwar einmal zu dem Aussichtspunkt hier, das ist der, wo auch so eine Mauer dann unten ist. Hier ist nochmal ganz wichtig zu sagen, springt da nicht einfach runter, da springt ihr ins Wasser und müsst sehr weit wieder hochklettern. Das finde ich immer sehr nervig, geht da einfach den Weg runter. Und auch hier ist es wieder so, in den Raben rein, Umgebung scannen, goldene Punkte, die sich bewegen, ganz wichtig finden, aufspüren, hingehen, erledigen. Und dann bekommt ihr hier diesmal Kupfernickelbarren, die auch wichtig sind, damit ihr eure Ausrüstungsgegenstände verbessern könnt. Und wenn ihr hier wieder alles eliminiert habt, dann geht es wieder einmal zurück nach Cloacastershire, wieder zum alten Aussichtspunkt, wieder hinreisen, und das ganze Spiel wiederholt sich von vorne. Ich habe jetzt so meine gesamte Ausrüstung, die ich immer trage, hochgelevelt und aufs Maximale ausgebaut, und ihr seht, ich habe immer noch 50 Tungstenbarren und 65 Kupfernickelbarren. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um die Barren zu farmen, ohne jetzt immer wieder die Reichtümer auf der Map abzuklappern. Und es geht eben sehr, sehr schnell. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.